Hey, hör auf da rein zu lupen. Moin, wir sind wieder bei einer neuen Runde. Ihr seht, wir sind draußen, Autos am Start und wir drehen heute wieder Kfz-Mystery-Gadgets für euch. Also eine Spezialfolge mit wieder ein paar Gadgets fürs Auto. Ronny hat wieder keine Ahnung. Ich habe 5 Gadgets rausgesucht in und ums Auto. Ihr habt es ja gewünscht und ich würde sagen, wir gucken uns das heute mal an, was wir da für euch rausgesucht haben. Aufgrund Nachfrage und Bemängeln des Kameramanns, der jetzt gerade nicht zu sehen ist, wir haben heute mal ein großes Auto genommen, damit er hinten vernünftig filmen kann. Aber ein Mikrofon hat er immer noch nicht. Also von daher, Marci muss heute laut reden. Genau. Und ich würde sagen, wir fangen an und wir steigen erstmal ein und dann schauen wir, was wir haben. So. Schön, da sind wir. Gut, denn ich denke mal, man kann uns sehen und hören. Wir haben ein paar Kameras zur Auswahl. Marci filmt fleißig. Diesmal kann er auch ein bisschen näher rankommen, dass wir die Produkte auch vernünftig hoffentlich zeigen können. Und ich habe hier einen schönen Beutel mitgebracht und würde sagen, ey, hör auf da rein zu lupen. Und ich würde sagen, wir fangen an. Einfach mal mit der fast größten Packung, aber einfach nur, weil ich sie rausbekommen muss, damit ich an die anderen Sachen rankomme. Ja, hier, bitteschön. Diesmal können wir es ja so machen, dass du selber auspacken kannst. King Kong State. Also steht ja schon eigentlich wieder drauf, was es ist. Ich lese es jetzt nicht vor, das wäre ja dann irgendwie langweilig. Ich kenne das aber tatsächlich auch schon. Da müsste noch mehr drin sein, oder? Ja, oder ist es in der Nee, da ist noch so ein Gummi. Grip zum irgendwo hinlegen drauf, zum Aufkleben oder so. Man kennt es ja an den kalten Jahrestagen, dass die Scheiben beschlagen, dass man Feuchtigkeit im Auto hat. Und theoretisch, jetzt raus hier, sollte dieses luftentfeuchter Kissen quasi dafür sorgen, dass sozusagen die Feuchtigkeit in den Beutel reingeht und nicht an den Scheiben bleibt. Ich bin begeistert, dass du sowas kennst. Ich kannte das vorher nicht fürs Auto. Okay. Ihr kennt aber vielleicht, in den Kisten sind doch immer diese kleinen weißen Kissen drin, die genau. So mit Kügelchen gefüllt sind. Ja. Und diese Silika-Kügelchen, das sind ja die Feuchtigkeit aufnehmen, da ist 1 Kilo davon hier drin. Jetzt kommt wieder der Bus. Wir können ja weitermachen, wir stören ja nicht. Genau, da ist jetzt 1 Kilo davon drin und im Endeffekt kann man dann halt dieses Pad hier noch zur Unterstützung nehmen. Das kann man sich dann hier vorne, das klebt so schön, das kann man sich dann hier vorne auf die Windschutzscheibe machen oder vorne aufs Cockpit. Ja, ich gesagt, an die Scheibe. Nee, nicht an die Scheibe. Und kann dann dieses Pad hier im Auto liegen lassen, so wie Ronny es gerade gesagt hat. Das nimmt dann bis zu, je nachdem, so bis zu 200, 250 Gramm oder Milliliter Wasser auf. Und wenn das Ding irgendwann dann voll ist, kann man es auch einfach auf die Heizung legen oder in die Mikrowelle, um es dann sozusagen wieder zu trocknen und dann einfach wieder im Auto zu benutzen. Ich kenne sowas ähnliches quasi wie so ein Kaugummi-Bechergröße. Da ist so eine Art wie Salz drin und Salz nimmt ja quasi die Feuchtigkeit auch auf. So habe ich das vor Jahren mal von meiner Mutter kennengelernt und wir haben im Auto halt auch so ein Säckchen da irgendwo liegen, was die Feuchtigkeit aufnimmt. Weil wir halt auch immer das Problem hatten, dass vorne die Scheibe beschlagen war und die Feuchtigkeit einfach von innen war und du kriegst es ja äußerst schwer raus. Und dafür sind die Dinge eigentlich ziemlich geil. Das hält jetzt super hier drauf. Also ich kann es da klar ein bisschen bewegen, aber hier drauf klebt zwar da vorne nicht hinlegen, aber... Nee, man kann es ja auch anders. Ich habe auch gelesen, manche, die haben es im Kofferraum, aber auch nur, weil sie keine Hutabdeckung haben. Ja. Die Kofferraumabdeckung. Ob das dann da noch so effektiv funktioniert, das weiß ich nicht. Da könnt ihr gerne Feedback geben, wenn ihr sowas schon mal ausprobiert habt oder auch regelmäßig nutzt. Wie gesagt, wir sind ja da jetzt keine Profis drin. Aber nee, das kenne ich auf jeden Fall und es funktioniert auch gut. Also ich kannte es nicht, aber es ist gut, dass du schon Erfahrung damit hast. Aber dann kannst du ja ungefähr schätzen, was würde sowas kosten? Also die Silika-Gel-Kissen, die sind ja Massenware. Die sind ja überall mit drin. Also ich denke, dass das auch theoretisch nicht so viel kosten dürfte, aber ich denke, so bei 10, 15 Euro werden wir trotzdem landen. Also ich habe jetzt alle Gadgets heute von Amazon bestellt. Das Kissen kostet 19 Euro. Und ich glaube, 2 Stück ist man bei 30 Euro. Man kriegt dann halt einen Mengenrabatt bei den Dingern. Also wäre man dann ja auch bei den 15 Euro, die ich gerade gesagt habe. Ich denke, das ist aber auch ein Preis, den man einmalig mal bezahlt. Und dann hat man ja eigentlich sehr lange was davon, weil man kann es ja quasi wieder entwässern sozusagen in der Mikrowelle oder auf der Heizung. Also ich wusste es jetzt nicht. Ich habe es halt gesehen. Ich kann es noch nicht. Das hat zumindest gute Bewertungen gehabt. Mhm. Aber wenn Ronny da schon Feedback geben kann, dann ist es ja wenigstens kein... Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ich habe hier also noch so eine große Packung in meinem Rucksack dabei. Der Rucksack ist voll. Ich habe es extra so rumgedreht. Ja klar, hier ist schwarz, rot, beige, braun oder grau. Oh, eine Seitenstütze für den Kopf sozusagen. For kids and adults, also für Kinder und Erwachsene sogar. Genau, und wie du schon gesehen hast, man kann es halt in der passenden Farbe bestellen, wie man es möchte. Ja, dann halten wir das vielleicht doch mal ganz kurz hin. Da. Genau, ich habe jetzt den schwarzen Farbe. Kunstleder, dann rot, beige, braun oder grau. Okay, das sieht auch spannend aus. Ui, mit Basteln. Das darfst du mal halten. Ja. Dann die Anleitung werde ich bestimmt brauchen. Kiste weg.
und dann ja, kurz mal basteln. So, mach ich mal nach da unten hin, das brauchen wir nicht. So, das ist auf jeden Fall ab. Schon mal weich, sieht jetzt auch erstmal vernünftig verarbeitet aus. Man sieht jetzt zwar so die Nähte, aber ich denke, es ist zweckerfüllend. Man kann das Ganze auch theoretisch aufmachen. Jetzt gucken wir nämlich mal, was es ist. Das ist quasi so ein Hartschaumpolster. Und da drin ist noch mal ein bisschen. Ist das so Memory-Phone oder wirklich nur so ein ganz billiges? Nee, das ist schon ein bisschen dicker, würde ich sagen. Aber da geht, nee, das geht das Kunststoff auch direkt durch. Also es ist als Formgeber und da hat man dann quasi den Gummi dann oder Kunststoff drüber gemacht. Das wirkt schon mal solide, würde ich sagen. Und das sieht hier dann wahrscheinlich genauso aus. Könnte auch ein Golfschläger sein. So. Moin. Ist hier so viele Menschen rumlaufen, unglaublich. Ein schöner Spazierweg. Da kann man es dann wahrscheinlich für die Kopfstützen einstellen. Ich nehme mal an, dass man es hier aufschrauben muss. Ja, man kann es aufschrauben und dann dreht man alle. Und dann muss man es wahrscheinlich reinmachen. Und dann kann man das hier irgendwo hin und her schieben. Noch ein bisschen verschieben, genau. Genau. Also es muss aufgeschraubt werden, sonst kannst du es wahrscheinlich nicht festmachen. Oh, hier ist noch mit Imbusschlüssel und. Ja, deswegen. Schrauben. Wir müssen ja noch ein bisschen was schrauben, deswegen. Ist da einer bei? Das ist die Tüte, die ich hier gerade gegeben habe. Ah, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir das mal kurz. Genau, hier ist es drauf. Kann man reindrehen, draufdrehen und dann mit dem Imbus befestigen. Ja. Ach, und hier sind noch, guck mal, für die Kopfstützen sind auch noch so eine kleine Adapter mit bei, dass man sozusagen die dann, ja, ach so, je nachdem, ja, ob die dick oder dünn sind, die Stangen. Genau, würde bei dir jetzt ja gar nicht funktionieren. Hier nicht, aber hinten. Und dann müssen wir das hinten machen. So, nehmen wir die in der Mitte oder nehmen wir die hier rechts? Wir nehmen die lieber, ja. So, jetzt musst du gucken, ob das von der... Erstmal so, dass ich da rankomme. So, jetzt musst du gucken, ob die Stangen zu dick sind oder zu dünn. Das sieht aus, als würde es passen. Dann brauchen wir hier gar keine Adapter. Nö, also es hat jetzt ein bisschen Spiel, weil wir jetzt hier die Gummis da nicht zwischengepackt haben. Dafür sind ja die Gummis dann bei. So, also jetzt haben wir hier da so eine Gummilippe mit drauf gemacht, dass das Ganze dann mehr oder weniger besser hier dran hält. So, passt. So, und jetzt muss ich, das macht sich jetzt echt bescheiden hier, quasi das ganze Ding dann von hinten wieder festschrauben. Dann zeig es nur in der Theorie. Genau, das würde jetzt von hinten, also man, genau, und jetzt kannst du ja zeigen, man sieht ja, man kann es hochklappen und bei Bedarf klappt man es dann runter. Deswegen, das wäre jetzt für Erwachsene und für Kinder kann man es halt runterklappen. Ja, dann quasi verringern, genau. Und wenn ich es halt eben nicht brauche, dann geht das halt komplett nach oben. Hier stört es jetzt ein bisschen die Sicht nach hinten, bis zum Rückwärtsfahren ist vielleicht nicht so. Aber cool, generell aber ist die Sicht nach hinten ja eh nicht doll. Hier in dem Fahrzeug jetzt ja, aber hat man jetzt ein normales Fahrzeug mit einem großen Scheibe hinten oder einem abgeschnittenen Wagen hinten, dann passt das. Und dann kann ich mich, das hält sogar, direkt hier so reinpflanzen und habe dann irgendwie so eine Dinge vom Gesicht. Du kannst es ja auf die Höhe bringen, die du möchtest. Also hält jetzt natürlich nicht fest, aber weil wir es ja nicht festgeschraubt haben, aber ja, könnte schon durchaus praktisch sein. Ja, vor allen Dingen, weil man es wirklich bei Nichtbedarf auch wieder hochklappen kann. Das finde ich praktisch. Genau, das Schöne ist ja wirklich, wenn man dann schläft, dass man dann halt einfach mit dem Kopf dagegen kommen kann. Und dann liegt man halt einfach mit dem Kopf dagegen und landet nicht beim Nachbarn auf dem Schoß. Manchmal ist es ja, will man das ja nicht. Und wenn man es festgeschraubt hat, geht es auch nicht ab. Also ich finde das jetzt auf jeden Fall erstmal praktisch. Und weil es, wie gesagt, nach unten oder nach oben geschoben werden kann, das ist halt einfach, na, hier passt es nicht, dann lassen wir es unten, dass es dann eigentlich aus dem Weg verschwindet und es normalerweise nicht stören sollte. Mhm. Jo. Also sagst du, ist praktisch. Also wirkt zumindest erstmal praktisch. Weich genug gepolstert ist es auch, aber ich glaube, das müsste man tatsächlich mal auf einer längeren Strecke ausprobieren und dann mal tatsächlich da ein bisschen reinsacken. Aber so? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ja auch gerade in der Hand gehabt. So billig macht das jetzt auch keinen Eindruck. Nö. Und das scheint auch wirklich stabil befestigt zu werden nachher. Ja, wenn das hinten direkt festgeschraubt ist und wie gesagt, mit den Gummiaufnahmen, siehst du, hier klemmt ihr noch direkt dran. Also das funktioniert, dann ist es auch straff genug und dann ist es auch fest. Also wie gesagt, man schraubt es ja mit den Konterschrauben hier gegen und dann ist es hier eingequetscht. Also dann kann das auch nicht mehr weg, weil dann kann ich hier drehen und dann geht es auch nicht mehr weg. Und dann kann ich hier mit dem Kopf gegenschlafen oder wie auch immer oder gegenhalten und dann passt das. Na dann schätzt doch mal, was das kosten würde. Also du sagst erstmal, es ist auf jeden Fall praktisch. Also es wirkt erstmal praktisch. Ich selber bin aber immer der Fahrer, also von daher kann ich da jetzt nicht viel zu sagen. Als Fahrer würde ich es mir wahrscheinlich dann nicht anbauen. Müsste man auf Langstrecke ausprobieren, ja. Aber ich glaube, das würde dann einfach stören, weil man dann nicht nach rechts gucken kann. Also wenn du einen Schulterblick machst oder in den Spiegel reinschaust, dann würde es wahrscheinlich einfach Weg sein. Aber wenn, wie gesagt, der Beifahrer das braucht oder die Beifahrer an sich selber, dann ist es gut. Preislich, naja, ich denke, sie liegen hier schon so bei 30 Euro. Also offiziell kostet 36 Euro, es gibt jetzt aber seit einer Weile immer schon einen 5 Euro Sofortrabatt bei Amazon, ist man bei
31 Euro, genau. Ja, ich glaube, das ist legitim. Also das Kunststoff wirkt erstmal vernünftig. Es ist genügend Material bei, um halt eben die Stangengröße ein bisschen zu variieren. Es wirkt fest. Wie das dann in einem Jahr aussieht, kann man natürlich nicht sagen. Aber von der Polsterung und so weiter ist es erstmal alles in Ordnung. Also, ja. Randa. Nickerchen. Ja. So, ich guck mal hier kurz rein. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir wieder nach vorne fürs nächste Gadget. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Und hier habe ich was Schönes für dich. Da darfst du jetzt erstmal raten, was es ist. Für mich? Das ist auf jeden Fall erstmal ein Clip, den ich irgendwo ranmache. Ach, so ein Gurtstopper oder sowas. Nee, nicht ganz. Aber es kommt wahrscheinlich... Nee, obwohl dafür ist es zu flach mit der Fingeraufnahme hier. Also es kann vielleicht auch an irgendeinem Dings da hinten ran. Kannst du mal ein bisschen näher kurz in die Zeit? Ja, da, bitteschön. Sieht aus wie, als könnte ich mir eine Krawatte ranklemmen oder so. Aber ich kann mir jetzt... Das ist eine große Krawattennadel. Stimmt, du hast mich ertappt. Also, wie gesagt, hier kann ich es irgendwo anklemmen. Das kann jetzt an so eine Kopfstütze sein, an die Strebe. Es kann hier irgendwo eingeklemmt werden. Ich habe jetzt keine Idee, was es sein soll. Überhaupt nicht. Gut, dann gebe ich dir mal einen Tipp. Es ist für die Sonnenblende. Okay, das heißt, für die Sonnenblende wäre das... Ach so, ein Brillenhalter. Ja, alles klar. Für zwei Brillen gleich. Und ja. Das Schöne ist, die sind innen gepolstert, wie man schon gesehen hat. Ja. Und dann kann man sich entweder hier seine Brille oder seine Sonnenbrille, die hält dann auch. Ja, wir haben tatsächlich auch so ein Ding im Auto. Hat man vielleicht beim letzten Video gesehen. Wenn nicht, guckt mal ganz aufmerksam da oben hin. Und dann kannst du halt die Brille reinmachen und rausmachen. Allerdings ist es so, hier musst du wirklich das aktiv öffnen, damit du über diesen Haken hinauskommst. Weil sonst blockiert sich das. Aber reinschieben geht auch so. Aber rausnehmen jetzt nicht. Und dann kann man die so ein bisschen zusammenklappen und dann passt das eigentlich. Genau. Und man kann halt pro Halter zwei Stück dran machen. Also wäre für mich jetzt tatsächlich praktisch, weil ich bin eigentlich auch Brillenträger. Also ich habe nicht nur meine Sonnenbrille auf, da ist die Stärke mit drin, sondern ich brauche auch nachts oder bei Dämmerlicht zum Beispiel dann meine normale Tagesbrille, die ich so bei Videodrehen sonst nicht aufhabe. Also ich habe eigentlich auch so eine Brille wie Kai im Prinzip. Da könnte ich die jetzt natürlich auch mit reinklemmen. Genau. Und wichtig ist, beim Bestellen, ist schon ein Doppelset. Also man kann die wirklich dann links und rechts, es werden immer schon zwei mitgeliefert und pro Halter kannst du sogar zwei Brillen. Aber es sieht halt auch ganz stylisch aus, muss ich jetzt sagen. Also so ein bisschen Carbon-Optik irgendwie, das mit dem Metall, es ist nur Kunststoff, aber Black Chrome, wie man so schön sagt, also sieht gut aus. Erfüllt auch seinen Zweck, du kannst übrigens auch drehen. Ah, das ist doch cooler. Okay. Dann kommt man vielleicht sogar, besser jetzt nicht ran, weil die Brille nach vorne stehen, aber. Wie auch immer. Also, nice. Cool. So. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Also auch bei Amazon bestellt, was schätzt du, was kostet sowas? Also es gibt nur diesen Doppelpack. Einzeln lässt sich jetzt nicht bestellen. Also das ist ja tatsächlich nur Kunststoff. Gut, das andere war jetzt auch überwiegend Kunststoff. 15 Euro würde ich sagen für beide. Beide zusammen 5 Euro. 5? Okay, dann haben wir mal wirklich so ein Schnäppchen wieder gefunden. Das ist... Also fünf ist ja... Macht auch keinen ganz billigen. Also auch die Klammer wirkt halt wertig. Gut, jetzt ist die Frage, wenn das wirklich im Auto, in der Sonne, im Sommer steht, ob das Kunststoff irgendwann porös wird, spröde wird und kaputt geht. Aber ganz ehrlich, wenn ich da 5 Euro für bezahlt habe, was nur 2 Jahre hält, meine Güte, dann kaufe ich mir jetzt so ein neues. Oder sag, okay, es war doch nicht so die optimale Lösung. Ja. Okay, 5 Euro, das hast mich überrascht. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ich habe noch zwei Gadgets, die brauchen wir jetzt aber für draußen. Das heißt, wir gehen jetzt noch mal raus und dann zeigen wir noch die letzten beiden. Jetzt bin ich ja gespannt. Und ich sag mal, wir machen erstmal mit was richtig Praktischem weiter. Da habe ich das hier für dich. Genau. Ist wieder eine nichtssagende Verpackung, aber da vorne steht irgendwas drauf. Na mach doch aus, sonst spoilerst du dich ja schon wieder. Ja, deswegen ja. Ich weiß schon was und ihr nicht. Das ist doch toll. Reiche dir das mal? Ja. Okay, ich habe schon eine Idee, was es sein kann. Aber es scheint eine Kombination zu sein. Dann wird man. Hier vorne kann man aufmachen. Ah ja, okay. Also einerseits erstmal eine Lampe. So, aber wenn man jetzt in die Verpackung reinschaut, ist es ja ein bisschen irritierend, dass man da quasi noch Plus und Minus hat. Ich gehe davon aus, dass auf der Rückseite dann eine Aufnahme dafür ist. Genau, und zwar. Hier drunter, wo man dieses, jenes, welches dann anstecken kann. Geht auch nur in eine Richtung. Und dass das Ganze, das leuchtet sogar grün und rot auf. Ist das auch ein Error, also ist nicht richtig angeschlossen. Dass ich damit mein Auto auch fremd starten kann, ohne dass ich eine fremde Person dabei brauche. Das kann ich quasi alleine machen. Genau, es ist praktisch eine Starthilfe. Eine Starthilfe, Powerbank mit Starthilfe.
Und das Schöne ist, mit ein paar natürlich coolen Features. Erstmal die Taschenlampe, die du übrigens auch in der Helligkeit einstellen kannst. Ja. Wenn du jetzt einzeln drauf drückst, siehst du mal, wie sie dunkler wird. Immer ein genau. Klick ist immer, genau. Ah ja, und sogar noch mal ein bisschen Flash. Langsames Warnblink und jetzt ist wieder volle Helligkeit. Und das ist lassen ist dann wieder aus. Und dann einmal aus, genau. Einerseits hat man jetzt eine Taschenlampe bei, die sehr hell ist und ein paar verschiedene Modi hat. Und andererseits eben das Fremdhilfe- oder genau, Fremdstartkabel sozusagen. Das Schöne ist, wir kennen ja sowas schon mittlerweile. Genau. Und das Schöne ist, das ist überbrückungsgeschützt. Das heißt also, selbst wenn man es jetzt verpolungssicher, wenn man es jetzt Plus und Minus vertauschen sollte, passiert nichts. Jo. Hast du eine Ahnung, wie oft ich das nutzen kann? Bei uns war es im Schnitt sagt man so, also es kommt jetzt auf die Größe. Übrigens, das Ding hat 15.000 mAh. Wir haben hinten auch noch zwei USB-A und einen USB-C-Anschluss. Das heißt, man kann es sogar als Powerbank benutzen. Ja, man sieht aber es dient natürlich auch zum Aufladen, zumindest der USB-C. Ja. Also man sagt so, achtmal Starthilfe geben. Das Ding ist jetzt auch ein bisschen größer. Also man sagt hier, je nach Stärke und je nach Stromstärke für die Starthilfe, muss man auch immer bedenken, unterschiedliche Motoren, unterschiedlich große Motoren brauchen natürlich dann ein bisschen mehr Bums. Ich habe jetzt nicht mir notiert, wie viel Ampere hier rauskommen, aber es war bei Benzinern, glaube ich, bis 8 Zylinder so 4 Liter Hubraum und bei Diesel bis 7 Liter, glaube ich sogar. Da sind wir ja eigentlich mit den meisten Fahrzeugen deutlich drunter. Ja. Also wenn man jetzt so normal sich in der Weltgeschichte umguckt und sieht, was man für Fahrzeuge sieht oder was man selber fährt, bei 4 Litern, da sind die wenigsten. Ist ja auch eine Frage der Kosten. Ja, wie gesagt, wir kennen das tatsächlich schon aus eigener Erfahrung. So eine Art Powerbank hatten wir damals schon gehabt. Gab es auch ein Video auf dem Hauptkanal übrigens. Ich habe das sogar 5 Jahre alt, ist schon bestimmt. Sehr lange her. Ich habe das privat auch schon, also sowas, Dito, ja. Schon 3-4 Mal nutzen müssen. Und es ist wirklich so, es ist ja sofort an. Man sieht ja auch schon, wie es hier blinkt. Genau. Man klemmt es jetzt einfach an vorne, an der Batterie, beziehungsweise dann den Minuspol dann an einem Massepunkt im Auto oder am Auto. Nur einfach und dann geht man einfach ins Auto und startet das Teil und das springt sofort. Ne, bei der Last dann an. Das Tolle ist wirklich, man kann es alleine machen. Man braucht niemand dazu und kein zweites Fahrzeug. Und ich habe es, also einerseits, um das mal zurückzuwürfeln, beim ersten Video, was wir damals gemacht haben, haben wir ein Auto gehabt, was monatelang stand und die Batterie wirklich komplett leer war. Da hat nicht eine einzige Anzeige im Cockpit geleuchtet. Wir haben das Ding angeschlossen damals und das Auto sprang an, ohne Probleme. Also kurz ran und dann war es an. Und ich habe es bei meinem Mitsubishi, den wir letztes Jahr, nee, schon fast 2 Jahre her verkauft haben, da war die Batterie auch immer runter und ich musste so oft, bevor wir irgendwie fahren konnten, immer fremd starten. Und da hat uns so eine Powerbank immer den Arsch gerettet, genau. Muss man einfach so sagen, wie also es ist. Also man kann mit einer Ladung ungefähr so, sag ich mal, 7-8 Mal das Auto starten. Ich glaube, bei uns war es ja noch öfters, bevor ich weiß es nicht muss. Mal. Ja. Ist auf jeden Fall ein mega, mega praktisches Gadget, da kann ich euch wirklich nur an die Hand oder ans Herz legen. Kauft euch sowas, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, genau. Viel fahrt und mal Probleme mit der Batterie habt. Es rettet euch einfach Zeit und den Hintern. Ihr müsst niemanden anrufen, es muss keiner dazukommen. Ihr steckt das einfach vorne an und die zwei Pole da mal richtig anzuklemmen, das kriegt man auch hin. Und dann startet ihr das Auto einfach. Also das ist genau. So mega einfach und hat uns hat man ganz ja oft gerettet. Eine Taschenlampe dabei. Und ja, das Schöne ist cool. Temperaturbeständig von minus 20 Grad bis, glaube ich, 40 oder 60 Grad. Ich glaube sogar 60 Grad. Ich glaube dann eher 60, weil 40 Grad im Auto reicht man relativ schnell. 40 Grad wäre ein bisschen wenig. Ich glaube, es war minus 20 bis plus 60 Grad. Also das kann man sich einfach wirklich so hinlegen. Ja. Entlädt sich auch nicht wirklich. Und im Kofferraum ist es ja auch ein bisschen kühler. Nimmt man sich eine Powerbank wieder mit ins Haus genau. Und lädt es zu Hause auf. Ja. Wie gesagt, einfach im Kofferraum packen, da ist es eh nicht so warm, vorne im Cockpit, direkt auf dem Cockpit. Ich denke mal, die meisten von euch werden sowas auch mittlerweile kennen, aber es gibt immer noch genug Leute, die sowas nicht kennen und das ist wirklich praktisch. Wir haben das mittlerweile auch in jedem Auto, auch in der Familie. Ich habe das auch, glaube ich, vor 2 Jahren jedem zu Weihnachten geschenkt und ist wirklich super. Also holt euch sowas, wenn ihr öfters mal Angst habt, dass sie vielleicht eure Batterie nicht mehr ganz durchhält. Naja, oder speziell mit der Taschenlampe, weil die ist dann eigentlich immer voll, weil die geht so schnell, geht die nicht leer. Nee, da kannst du preislich, sage ich jetzt mal, 35 Euro. Nee, ich sag mal 40. Also die Dinger, ich hatte damals die ich geholt hatte, hatten so 60 Euro oder 55 60 Euro gekostet. Ja. Ich war ein bisschen überrascht, dass die Preise mittlerweile gestiegen sind. Also mittlerweile findet man gute, sage ich jetzt mal, klar aus China importiert, kriegt man die immer noch für 40 Euro. Ja. Aber ich sag mal, auf Amazon und eBay findet man so gute dann auch erst ab 70 Euro in dem Schnitt. Ich hätte jetzt gedacht, die hier kostet 80 Euro. Okay, das ist ganz schön viel. Aber gut, das mag jetzt aber an der Verarbeitung oder Aluminium sein. Das andere ist nur eine einfache Powerbank, die aus Plastik besteht mit einer Hülle drumherum. Ich hätte es aber gedacht, dass es vielleicht ein bisschen günstiger ist, weil über die Jahre hin, weil wir erzählen ja schon, wir kennen das ja schon Jahre, dass es vielleicht günstiger geworden ist. Aber gut, 80 Euro, aber wie gesagt, es spart euch eine Menge Ärger. Ob das jetzt die ist mit der Taschenlampe oder eine Standard-Powerbank, wie gesagt, wir können es euch nur ans Herz legen. Das dient ja nur als Beispiel. Genau. Aber ja, gut. So, und dann würde ich sagen, ein Gadget habe ich noch. Nur denn? So. Bitteschön. Multifunktion. Arbeitslampe, okay. Das Wichtigste, Ladekabel. Mhm.
Mhm. Micro-USB auf USB, also nicht ganz modern, sondern kein Typ-C-Anschluss. Und dann ist das gute Stück eingepackt. Okay, also es sieht in erster Linie erstmal aus wie ein Warndreieck. Mhm. Hat aber drei große LED-Funzeln. Man kann es aufklappen zum Hinstellen, macht ja auch Sinn. Dann haben wir hier hinten wahrscheinlich ein Batteriefach. Ein großes, da gucken wir mal rein. Genau. Das die waren auch schon drin? Nee, die habe ich reingemacht. Ah. Also man kann sie mit 4 Doppel-A-Batterien oder mit 2 18650er Akkus. Die ach, die, die großen langen. Und dann hier die großen reinmachen. Ja. Alternativ, man kann es auch über USB betreiben. Wenn man zum Beispiel sowas im Auto hat, dann könnte man einfach das Kabel, also, das Kabel da ran und dann betreiben. USB finde ich jetzt gar nicht schlecht, aber ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn mir mal was passiert, habe ich zufällig eine Powerbank bei, um das dann halt eben 20, 30 Meter hinterm Auto. In dem Fall funktioniert es. Deswegen sage ich es ja gerade. Wenn die Batterien alle sind und du hast eine Powerbank bei. So rum, ja. Aber die Frage ist, habe ich eine Powerbank bei? Also wenn man die jetzt hat, ja, ohne Frage, aber ich persönlich hätte jetzt keine Powerbank im Auto. Nett, aber dann finde ich es mit der Batterie besser. Okay, gut, wir machen jetzt einfach mal an. Ich habe jetzt einmal drauf gedrückt. Ich drück nochmal drauf. Wird dunkler. Ich drück nochmal drauf. Jetzt das Dauerlicht. Und jetzt blinkt es wahrscheinlich. Also hey, hier, Achtung, Gefahr, ich habe einen Unfall. Genau. Und dann also ist wieder aus. Hier zwei Helligkeitsstufen. Genau. Hell und ein bisschen dunkler. Dauerlicht und blinken. Und, hier und jetzt kannst du mal auf den Boden noch stellen. Vor allen Dingen sind die Lampen ja auch ziemlich hell. Das sieht man jetzt schon am helllichen Tag, dass jetzt einfach starker Lichtkegel schon rauskommt. Das heißt, man kann ja im Stockdunkeln tatsächlich dann auch wirklich irgendwas am Auto machen, irgendwas gucken. Ja. Man kann es vernünftig halten. Oder und hinstellen. Also oder ich stelle mir das wirklich perfekt für den Reifenwechsel vor, wenn man das hier hinstellt und die Helligkeit, volle Helligkeit und dann einfach den Reifen wechseln kann, selbst im Dunkeln. Ja, und wie gesagt, dann, ansonsten gehe ich die Stufen durch, habe dann, wie gesagt, die Warnhinweise. Ja, sehr cool. Das Ganze scheint, ist komplett aus Kunststoff gefertigt, gummiert. Das heißt, es rubbelt sich dann jetzt auch nicht ab, weil das eine Art Gummi ist. Und wenn es auf dem Boden steht und so weiter, zusammengeklappt, kurz schnell in Betrieb genommen. Eine sehr geile Lösung, gefällt mir. Ich habe jetzt tatsächlich aber noch nie einen Warndreieck aufstellen müssen. Bin ich wahrscheinlich in der glücklichen Lage. Aber ich habe meinen Führerschein seit 2000, also über 20 Jahre, 21 Jahre jetzt. Ich bin noch nie in der Bredouille gewesen, sowas zu benutzen. Aber ich glaube, wenn man... Würdest du das hinbekommen? Ob ich das hinbekomme? Ja. Aber ich habe es halt noch nicht nutzen müssen, muss ich wirklich glücklicherweise sagen. Aber Gesetz des Falles, man hat mal einen Unfall oder man hat einen Wildschaden oder man steht irgendwo ganz blöd, ist das die deutlich bessere Lösung, finde ich, als das Warndreieck, was man normalerweise mitführen muss. Weil mit dem Blinken ist es ja doch etwas markanter, als wenn irgendwo was reflektiert. Gut, man ist drauf geschult, man weiß, dass es blinkt oder reflektiert, dass da irgendwas ist. Aber ich finde, das ist halt einfach sehr schnell in Betrieb genommen. Oder um das aufs Auto nochmal separat zu stellen, weil ich vielleicht ein schwarzes Fahrzeug fahre, komplett alles totus, Batterieplatt, keine Ahnung. Man weiß es ja nicht. Ja, oder E-Akku alle. Kann ja auch vorkommen. Aber er hat den Powerbank da, kann man ja ranklemmen. Startet alles. Sogar Fahrräder. Ja, nee, das nicht. Das vielleicht nicht, aber genau. Also auch. Jetzt schätzt doch mal, was kostet sowas? 20? 20 Euro. Yay, wenigstens eine Punktlandung heute. Nachdem du mich hier mit den 5 Euro gekillt hast. Nee, aber ich habe ehrlich gesagt mehr gedacht am Anfang. Hätte ich eigentlich auch gedacht, weil die Funktionalität und das, was man bekommt und der Nutzen dahinter, der ist sehr groß. Und das werte ich dann irgendwie immer mit ein. Aber 20 Euro ist völlig legitim. Verarbeitung finde ich völlig ausreichend. Ist halt genauso, wie ich mir das für so ein Gerät vorstelle. Also bräuchte ich nicht anders haben. Genau. Nice. Und dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Das kurzer kurz Trip, und schmerzlos. Ja. 5 Gadgets für euch. Diesmal auch, sage ich mal, in jeder Preisklasse was dabei. Ja. Von 5 Euro beginnend. Ja, ja. Von 5,80 €. Was hat dir am besten gefallen? Oder also hat dich eigentlich überrascht? Also einerseits natürlich die Brillenclips, weil die so billig waren. Oder günstig, nicht billig. Billig ist der falsche Ausdruck. Und dann eigentlich auch die Powerbank-LED-Funktion mit der Starthilfe-Kombination. Die finde ich halt einfach persönlich, ist das ein Gadget. Ich habe es schon ausführlich gesagt, was unbedingt ins Auto muss, was ich jedem empfehlen kann, weil es kann immer mal zu irgendwas kommen. Und wenn es nur eine Lichtquelle ist, die man braucht, abseits des Handys, auch das kann mal alles sein, dann habt ihr das Ding da drin. Und Fremdstarten ist einfach so ein Ding für sich. Ihr braucht keinen zweiten. Also das war für mich das Highlight. Ja. Ja. Genau, wenn der Kai jetzt ein bisschen zu leise war, ein Mikrofon ist ausgestiegen, also ja. Deswegen bin ich hier gerade so nah dran, dass man mich hört über das Mikrofon. Vertum war alles laut. Genau, du machst dann die Synchronsprecher. Von ja. Ansonsten. Sagen, wir sind durch, wir waren endlich mal wieder draußen. Yay. Einmal im Monat muss sein. Ja, genau. Und ich würde sagen, gebt uns gerne Feedback, schlagt unbedingt uns Produkte vor. Das wir auch werden zukünftig sowas auch mal nicht nur für Autos machen, sondern auch vielleicht für einen Garten, für einen Bau, fürs Homeoffice. Was weiß ich, gebt da auch gerne mal Vorschläge. Genau, ihr könnt ja mitbestimmen, was ihr sehen wollt in einer gewissen Art und Weise und Linie. Ne? Der Kanal ist ja daraus entstanden, wie ihr bestimmte Dinge seht und wir haben es umgesetzt und das wollen wir natürlich beibehalten. Ne? Also das heißt, wenn ihr Vorschläge habt, rein damit in die Kommentare und ansonsten, was das. Genau, das war's. Ciao, ciao. Ciao.